Daniela Katzenberger, sie zeigt ihre optische Verwandlung in Fotokollage. Daniela Katzenberger, 36, steht seit über 10 Jahren im Rampenlicht. An ihre Anfänge erinnern sich die meisten. Die Blondine wollte damals unbedingt einmal im Playboy erscheinen. Ein Traum, der bis heute unerfüllt bleibt. Doch seitdem hat sich im Leben der 36-Jährigen einiges verändert. Sie ist mittlerweile Mama, lebt auf Mallorca, ist verheiratet und ein bekanntes TV-Gesicht. Auch optisch hat die heutige Dani nur noch wenig mit der von vor 16 Jahren zu tun. Das wird jetzt einmal mehr deutlich, denn Daniela postet in ihrer Story eine witzige Fotokollage, in der sie ein Foto von 2007 und eins von heute gegenüberstellt. 16 Jahre und zwei Silikonhupen später, witzelt sie gewohnt selbstironisch. Und es ist in der Tat eine krasse optische Verwandlung, die sie in den letzten 16 Jahren durchgemacht hat. Das Einzige, was geblieben ist, ist die lange blonde Mähne. Dani ist noch immer eine Barbie, wie sie selbst sagt, aber eine deutlich natürlichere. Auf Instagram präsentiert sich Kathy Hummels, 34, sportlich auf einem Basketballplatz. Ihre stählernen Bauchmuskeln werden dabei in einem Graffiti-Jogger-Ensemble aus der Kooperation von Adidas und Jeremy Scott in Szene gesetzt. An Selbstbewusstsein fehlt es der Influencerin sicherlich nicht, was sie mit ihrer Bildunterschrift auch noch einmal unterstreicht: Count my ups. Was bedeutet, zählt meine Bauchmuskeln? Sie ergänzt, Körbe werfen ist cooler als Körbe kriegen. Doch auch zu ihrem lässigen, aber dennoch aufreizenden Zweiteiler hat sie noch ein paar Worte zu verlieren. Das Adidas Ensemble im Wert von rund 250 Euro ist ein Geschenk von ihrem Ex-Mann Mats Hummels, 34. Doch nicht etwa zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Kathy führt aus: Das Outfit hat mir Ed Außenrist 15 zur Scheidung geschenkt. Ihren FollowerInnen scheint so viel Ehrlichkeit zu gefallen. Sie hinterlassen ihr in den Kommentaren eine Flut von Herz- und Flammen-Emojis. Nicole Scherzinger postet auf ihrem TikTok-Account regelmäßig unterhaltsame Videos. Diesmal zeigt sie ihre Typveränderung: Ihre lange schwarze Mähne ist plötzlich blond. Ob gefärbt oder Perücke, dieser Look erinnert stark an einen anderen Star-Outfit. Haare und Make-up könnten auch von Kim Kardashian sein. Hier besteht Verwechslungsgefahr, auch ihre FollowerInnen finden, dass die Sängerin aussieht wie eine Kardashian. Wieso bist du jetzt eine Kim K-Doppelgängerin, fragt zum Beispiel eine Followerin. Rihanna, 34, hat mit ihren Schwangerschaftslooks neue Maßstäbe für Umstandsmode gesetzt. Sie selbst wollte sich sexy kleiden und hat deshalb nicht auf die klassischen Designs gesetzt. Auch Aurora Ramazzotti, 26, scheint von übergroßen Pullovern und Babydoll-Kleider nichts zu halten. Sie schwört in ihrer Schwangerschaft indes ebenfalls auf nackte Tatsachen. Zum Geburtstag ihrer Mutter erscheint sie nur mit einem Cardigan im Lochstrickmuster und einem BH bekleidet, der volle Sicht auf ihre XL-Babykugel gewährt. Dazu kombiniert sie eine schwarze Hose und Stiefeletten. Sehr erfrischend, dass Umstandsmode nicht gleich Umstandsmode sein muss, sondern das getragen werden kann, was gefällt. Happy Monday, wünscht Beatrice Egli ihren Fans und postet dieses sexy Foto auf Instagram. Ein Foto, das bei den Fans einschlägt wie eine Bombe. Denn die FollowerInnen der Schlagersängerin haben nur Augen für eines: ihren hautengen Latexrock, in dem die Schlagersängerin ihren Po ordentlich in Szene setzt. Bin gut in die Woche gekommen. Bei dem Foto bekommt man ja Schnappatmung, schreibt ein Fan. Eine andere Followerin schreibt: Der Playboy ist so blind, unter das Foto. Was für ein sexy Auftritt. Am Samstag, 21. Januar, besucht Ex-Dschungelkämpferin Daniela Büchner RTL für ein Fernsehinterview. In einem hautengen roten Kleid posiert die Auswanderin selbstbewusst für ihre Fans. Und die lieben es: Wow,
Was für eine Granate und wunderschöne Frau und wunderschönes Kleid, kommentieren ihre Fans fleißig. Die 44-Jährige sieht in dem Kleid wirklich umwerfend aus. Trotz der wenigen negativen Kommentare lässt sich Dani Büchner nicht unterkriegen. Im Gegenteil, ihre FollowerInnen bauen sie mit Lobeshymnen wieder auf. Sie haben die Promi-Looks der letzten Woche verpasst. Den Fashion-Ticker finden Sie hier.